Jo Leute und willkommen zurück zu Hi-Fi Rush. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, haben hier die Testräume von Sanso erledigt beim letzten Mal. Und das haben wir nicht alleine geschafft. Uns wurde geholfen. Und ich bin mal sehr gespannt, wer uns da geholfen hat. Wow, jemand hat überlebt. Mein Werk hier ist getan. Tja, ich habe überlebt. Kannst mal sehen. So, Freunde, weiter geht's. Neuer Angriff freigeschaltet. Luftgitarre. Cool. Hier ist gar nichts. Obwohl. Ich komme nach oben. Aha! Wieder so eine Tür. Wo wir nicht rein können. Na gut, okay. Testassistenz-Mail. E-Mail an Absender zurückgeschickt. Testhelp at Wendeley existiert nicht. Diese E-Mail erfolgt im Namen der Einheit, die das Versuchsprotokoll durchlaufen hat. Ich scheine die Einzige zu sein und kam, wenn ich das so sagen darf, unerwartet. Nichts deutet darauf hin, dass in nächster Zeit ein Roboter hier vorbeikommt und die Tür zum nächsten Bereich lässt sich nicht öffnen. Ich habe mir den Lageplan angesehen und anscheinend befindet sich nichts hinter dieser Wand. Wohin soll ich gehen? Ich werde warten und hoffentlich erscheint das nächste Testobjekt, um weiter über die Lage zu spekulieren. Ich erbitte Ratschläge. So. Also dieser Sansa, was für ein Charakter. Ja, er wurde zum Leiter der R&D befördert, als Kell das Unternehmen übernommen hat. Entspricht nicht ganz meinem Bild von Wendeley bisher. Das Unternehmen hat unter ihm die Richtung geändert. Vom Helfer der Welt zum Behüter seiner Bilanz. Oh yeah, ein Lebenskern. Nice. Schöne Gesundheit erhöhen. So. Da oben war nichts mehr. Gut. Hier ist nix. Und das auch nix, oder? Nee, okay. Dann hier durch. Let's go. Gleich da vorne. Das war also das lässige Testobjekt. Mr. Chai, nicht wahr? Nein, Mr. Chai für dich. Das hab ich gerade gesagt. Na gut. Ich bin Sans. Ja, ich weiß. Sans, Chef der R&D. Hey Mann, ich singe dir hier kein Ständchen. Man sagt, du wärst defekt. Aber ich finde dich recht faszinierend. Ich muss da noch mehr wissen. Das reicht an Tests, meinst du nicht? Ich kenne deine Reflexe, aber nicht deine Ausdauer. Leg mir mal los, los! Genug geredet! Gehen wir's an! Sanso, crazy Typ. Richtig crazy Typ. Yeah.
So, der ist weg. Das ist sehr, sehr schön. Und jetzt die anderen. So. Ein bisschen schneller als erwartet. Aber egal, wie wär's mit einem neuen Sanzo Original? Mein neuer Sexfeld! Wem versetzt nicht mal du ein Kratzer? Ich kann ihn sowieso nichts anhören. Ich schau dich mal eine Delle. Mein Kumpel Cinnamon, eine Psychokugel, sagt die Wahrheit, egal wie schmerzhaft sie ist. Das ist erstaunlich unterhaltsam. Scheiße, nicht das! Macaroni, ja? Peppermint! Wie schön, dich endlich persönlich kennenzulernen. Sir Macaroni sagt, ein Minispiel macht mich weniger verstörend. Zum Geier geht hier vor! Charlie, das ist Macaron. Mein Maulwurf. Warte, hast du die Testlabore gehackt? Meine Art zu zeigen, wer das sagt hat. Aber ist bei Wendelay? Ja, ich warnte Roxanne Wendelay, der Leiter der R&D. Dann brachte Kale seine Leute rein. Und jetzt dieses Spectra. Ein verärgerter Angestellter. Aber das hier ist mein ganzes Leben. Ich wollte etwas tun. Und ich erkannte, dass ich das kann. Von innen. Ich muss sagen, Sie müssen etwas mehr tun, als Sansa zu ärgern. Ja, ich meine, wir haben schon einen Hacker. Ich dachte an eine gewaltlose Lösung. Gegen diese Roboter, die mich töten wollen? Etwas Großes steht bevor, Macaron. Wir müssen proaktiv sein. Aber kämpfen ist nicht mein Stil. Warum hast du denn bitte einen Boxsack? Manchmal ist die Arbeit eben sehr stressig. Zu wissen, wer mir alles genommen hat. Du meinst den da? Sansa!
dieser Wand besitzt ein Z-Schild. Oh nein. Heißt das, ich muss kämpfen? Ich glaube schon, Sir. Ich will nicht kämpfen. Hey, Chai, magst du mal herkommen, bevor du rausgehst? Oh Mann, ey. Macaron. Gut, reden wir erstmal mit Cinnamon, würde ich sagen. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ein Psychoroboter? Wozu? Sir Macaron programmierte mich auf die Analyse seiner Werte nach seinem Aus bei der Entwicklung. Aber meine Analyse hat ergeben, dass er einfach einsam war. Macaron ist ein netter Kerl. Man sollte meinen, er wäre hier beliebter. Sir Macaron ist schüchtern, konfliktscheu und das, was ich einen Bedenkenträger nenne. Warum hilfst du ihm denn nicht? Himmel, nein! Ich informiere nur. Es ist am Individuum selbst, sich zu ändern. Ich muss fragen. Cinnamon. Wofür steht das? Oh, Mr. Chai, ist das nicht klar? Sicher ist es das. Ich will es nur bestätigt wissen. Ich sehe, Sie haben keinen Schimmer. Traurig. Zerebralrevisorisches Allokationspersonal, also CNMM. Cinnamon. Aber das passt doch nicht. Aufbau über Namenübel. Leider können nicht alle von uns einen so gewöhnlichen und schlichten Namen haben wie Sie, Mr. Chai. Gut. Okay, reden wir mal mit Peppermint. Ich will antworten. Ich weiche Vulkan aus dem Herz kommen und du spazierst einfach rein? Spaziert? Ich bin gerannt. Also machst du dir etwa Sorgen um mich? Was? Nein. Das war mehr allgemeine Besorgnis um den Stand der Dinge. Also warst du einen Schritt hinter mir, weil du dachtest, dass ich's vermasse. Nein! Nicht zwingend, aber es war gut, dass ich in der Nähe war. Lass mich raten. Der Insider, von dem du die ganze Zeit geredet hast, ist Macaron. Wow, hat sie gelöst. Yay! Warum hast du nichts gesagt? Weißt du echt nicht mehr? Dass du mir nie zuhörst. Dass du der gesamten Firma unsere Pläne verrätst. Das waren Versehen. Tja, davon brauche ich nicht noch eins. Gut. Dann gehen wir mal zu Macaron. Hey, Chai. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie sehr ich helfen kann. Was redest du da? Du kannst buchstäblich zerstören, was uns aufhält. Klar, ich weiß, aber gib mir etwas Zeit, mich dran zu gewöhnen. Aber guck mal, diese Chip-Verbesserungen, die Peppermint für dich gemacht hat, sind ziemlich spitze. Schon wieder? Ist Technik im Rabbel deine oberste Priorität? Naja, das ist mein Job, also ein bisschen schon. Okay, das macht Sinn. Ich hab nachgedacht. Diese Chips bräuchten ein bisschen mehr Bombs, wenn du verstehst, was ich meine. Mit ein bisschen mehr Material könnte ich sie effektiver machen. Ein hochstufigerer Chip verbraucht mehr Energie, daher braucht jede Stufe einen weiteren Slot. Aber sobald du einen Chip verbesserst, kannst du auf die niedrigeren Stufen zurückschalten. Jetzt kannst du alles nach Herzenslust anpassen. Wow, das ist echt ziemlich cool und nützlich. Nice. Ich weiß, dass Peppermint viel zu tun hat, also übernehme ich fürs Erste diese Upgrades. Komm zu mir, wenn du Materialien hast. Mach ich. Alles klar, Macaron. Gut. Was haben wir denn eigentlich ausgerüstet? Peppermints Wiederaufladezeit. Da ist die Luftgitarre. Haben wir freigeschaltet den neuen Angriff.
Nee, ich glaube, ich lasse es erstmal so, wie es ist. Gut. Weiter geht's. Nächstes Level. Also, Peppermint, ich bin bereit. Wie lautet der Plan? Missionsbericht. Unser Ziel, nochmal versuchen, in die Kaida-Gruppe zu kommen. Die gute Nachricht ist, dass Sansa dich für tot hält. Oh, hör auf, mir das zu zeigen. Das Einzige, was uns gebremst hat, war der Z-Schild. Um den kann ich mich kümmern. Ich konfiguriere 808 im Makarotshof. Mich rufen? Erklär ich später. Oh, endlich rebellieren Sie, Sir, nach einigen Jahren der Untätigkeit. Danke für die ermutigenden Worte, Sir. Jedenfalls, Makarovs Büro ist genau unter unserem Ziel. Also gehen wir zurück in die Kaida-Bohre und vernichten Spectra. Super easy. Wenn du den Korridor runtergehst, ist da ein schneller Zugang. Ich habe von da unten eine Menge Lärm und Explosionen gehört. Ist das Makarovs Büro? Oh nein, ich hoffe, ihm geht's gut. Ihm geht's gut. Makarov geht's gut. Da ist nur eine Wand. 808 Firmware aktualisiert und es kann losgehen. Versuch mal Karol reinzurufen. Alles klar. Versuch mal hier weg. Ich sehe sie. Gut, auf geht's. Nicht übel, Makarov. Dein erster Schritt in die Wildnis. Oh ja. Jetzt haben wir Makarov an unserer Seite. Nice, nice, nice. Beschwerde, Belegschaftszuweisung. Freunde, das könnt ihr selber lesen. Einfach das Video auf Pause drücken und dann könnt ihr euch das selber durchlesen. So. Okay. Auf nach oben. Zack. So, Makarov, ich brauche dich. Zack. Wir sind wieder an der Riesenbohrer. Das sehen wir. Dann klettern wir dann auf und wir sind wieder da, wo wir waren. Alles klar. Let's go. Auf geht's. Ah, nicht runterstützen. Jawohl, noch gerettet. Nein. Da bin ich runtergestürzt. Scheiße. So, Peppermint. Automatisch gespeicherte private Nachricht. Okay. Yeah.
Feng Shui. Das ist kein Z-Schild, aber ich kann den Felsblock für dich aus dem Weg räumen. Stell dir vor, es ist Sansas Security. Ja, yeah, let's go. Ich krempel mal die Arme hoch. Zack. Also hör zu. Ich habe in Datenbanken nach Informationen über Spectra gesucht. Aber Sanso hat all meine Angestellten ausgesperrt. Also, wer hat Zugriff? Soweit ich sehen kann, nur Kay und die anderen Abteilungsleiter. Schätze, die hängen alle mit drin. Warte. Corsica, die Sicherheitschefin, scheint begrenzten Zugriff zu haben. Warum hat die Chefin der Sicherheit keinen Fallzugriff? Ich glaube, ich schaffe den Sprung nicht, oder? Doch. So, haben wir doch geschafft. So. Entkoffinierte Rache. Offene Notizdatei. Ah, die beiden wieder. Erstmal die Kiste. Was? Nicht geschafft? Ernsthaft? Okay, nochmal. Wieder nicht geschafft? Willst du mich verarschen? What the fuck? Jawohl. Das geht doch. Meine Güte. So weit ist es also. Wir verstecken Dinge in Höhlen vor denen, die sie haben wollen. Nicht nur das, wir machen ihnen das Leben schwer. Wir zerstören sogar was. Das muss sich ändern. Wir sollten unseren Lohn nicht mehr verstecken. Aber muss man sich nicht gegen Lohn verdienen? Da hast du recht, Klein. Wie immer. Vielleicht muss es so sein. Das Ringen macht uns stärker. Neuer Vorschlag. Lohn muss schwerer zu verdienen sein. Schweiß und Tränen. Die machen den Kuchen nur umso süßer. Beschleunigen wir das. Die echten Kämpfer verdienen die Monet. Hm. Okay. So, da waren wir gerade. Da kann man hier noch hin. Macaron. Ich kann mal die Arme hoch. Zack. So, jetzt können wir hier nach oben. Let's go, let's go, let's go. Alle Mann an Deck! Ich habe eine Idee, für die ich alle Power brauche, die wir haben. Sie passt nicht in den Zeitplan, also müssen wir uns auf Crunch einstellen. Thank you.
Ein Lebenskern. Schön mitnehmen. Oh yeah. So, ich bin back. Lust auf noch eine Runde? Let's go. Ich versuch's mal. Ruf mich rein und ich zerschmettere diese Schilde für dich. Ja, let's go. So, Macaron. Deine Zeit ist gekommen. Jetzt bist du dran, Alter. Scheiß Roboter. Und das war's auch schon. Sind wirklich alle pazifistischen Möglichkeiten ausgeschöpft? Ich schätze schon. Konzentration. Wir sind halt beim Spectre Labor. Tja. Loser-Roboter, würde ich mal sagen. Richtiger Loser. Aber nur fast. Gut. Ach, Peppermint, jetzt sei doch nicht sauer. Unsympathisch? Hitzköpfig? Du kennst mich kein Stück? Sie beweisen, dass ich recht habe. Charlie, du kannst für mich bürgen, oder? Ich halte mich da raus. Ui, ein Graffiti. 4 von 24 schon. Okay. Wir sollen sonst nicht hinterfragen, aber was soll diese 8 Tage noch? Und noch merkwürdiger, warum sind da 4 Montage in Folge? Tja. Na, hier können wir uns verbessern. Da oben ist was. Gut, verbessern wir uns mal. Let's go. Um.
Ja, holen wir uns einen Angriff für Makarov, würde ich sagen. Einfach den günstigsten. Und dann noch... Mehr Gesundheit ist eigentlich immer gut, würde ich sagen. Aber ich habe hier momentan nur einen Chiplet. Ich könnte mir einen weiteren holen. Ah ne, komm. Ah, da. Doch, komm. Ja, komm, was soll's. Jetzt haben wir einen zusätzlichen Platz. Dann können wir für Macaron den doppelten Schaden holen. Oh. So. Okay. Gut. Dann wollen wir mal weiter. Sekunde. Chai? Wo bist du? Bei der KI war zu. Also bin ich in den AR-Raum. Oh, weia. Da ist er wieder, unser Defekt. Du bist selber defekt. Hauptbacke. Irgendwie kamst du an meinem Spielzeug vorbei. Ohne mich zusehen zu lassen. Unverzeihlich. Aber zum Glück lassen sich in meinem AI-Labor verpasste Gelegenheiten nachstellen. Ungefähr so. Wendley Alternate Reality Recreation Technology. Gut, Patent erteilt. So nicht, dass es wehtut. Wow. Es ist, als wäre ich wirklich da. Ich weiß, toll, oder? Und jetzt zeigt mir, was ich verpasst habe. Plus alle Extras. Oh, come on! Nochmal den Feld. Na gut. Und alle weg. Nein, doch nicht. Das ist noch einer. Jetzt aber alle weg. Es ist zu hell hier. Das ist der Vorteil. Dem das Licht. Wo ist das also? So eine AR-Kreation ist sehr toll. Und unser Etat. Still, Scherge. Tu es einfach. Noch mehr von denen? Du schaffst das, Mann! Alles klar. Komm! Auf den Weg! Und so. Alle weg. Das Wort wird entstehen. Die Simulation zerfällt. Da, die Projektionslinse. Versuch sie zu zerstören. Alles klar. Let's go. Verdammt.
Die Linse ist aus. Das war ein Viertel unseres Erteils. Dann zieh eben ein bisschen Geld von dem Jahresboni ab. Vom Bonus? Nein. Dieser Programmierer hatte recht. Wie es aussieht, brennt Sanso ein Loch in sein Etat. Sansos unreife kreative Vision hindert ihn daran, die Entwicklung realistisch zu sehen. Das können wir ausnutzen. Ohne Etat wird unsere Entwicklungspipeline versiegen. Chai, bring ihn dazu, etwas Teures gegen dich zu verwenden. Seht euch das ein. Jetzt sehen wir in Echtzeit, wie Chai den Etat verschleudert. Jo, wie cool. Okay, Sansos Budget, würde ich sagen, lehren wir beim nächsten Mal. Ich würde sagen, hier ist erstmal Schluss mit Hyper Rush. Wenn euch der neue Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen rum freuen. Genauso wie ein Abo. Aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Hyper Rush. Haut rein. Zuckerboy. Game over. Ciao.